Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Tourtag. Heute aus King's Dominion. Deutsch, wow. Heute aus King's Dominion. Wir sind angekommen. Oh fuck. Wir sind angekommen, haben unser Trinken schon aufgefüllt. Julian hat seine Jahreskarte abgeholt. Also seinen Pass. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Intimidator. Ja, vielleicht. Ja. Ein offenes Intimidator oder Simba. Irgendwas da hinten halt. Freuen uns. Schauen mal, gestern war ja schon ein Megatag. Busch Gardens Williamsburg, mega schöner Park. Und dann schauen wir mal, wie es uns heute hier bei King's Dominion gefällt. Oh mein Gott, also erstens mein erstes Blackout auf einer Achterbahn. Erste Reihe. Ich habe ja nichts gegessen und getrunken heute Morgen. Vielleicht liegt es daran. Geblackt. Aber also wir hatten drei Fahrten direkt sitzen bleiben. Erste Fahrt Front Row und die zweite Fahrt Back Row und die dritte Fahrt vorletzte Reihe. Leiter 4. Oh mein Gott, was? Leiter 4. Ja. Oh mein Gott. Ist das krank? Also erstmal, achso, sind hier ja, die Locker? Also erstmal, oh mein Gott, diese Umschwünge, was ist das? Wie krank sind diese Umschwünge? Krank. Wie krank? Airtime, richtig, richtig gut. Ja, nicht erwartet, so nicht erwartet. Der große der Airtime, Drop, der Drop geil. So intensiv das Scheißding, so intensiv. Also, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Oh mein Gott. So, Flight of 4 jetzt durch hinterhergeschoben. quasi das gleiche wie Joker's Jinx, nur eingehaust in der Halle. Erstmal die Q-Line, ja. Alter Schwede, richtig, ja. Richtig gut. Ja. Also, ich habe gesagt, es ist besser als halt bei Universal. Mega krass. Der Ride an sich, also Joker's Jinx, ist deutlich smoother, aber es macht halt trotzdem echt Bock. Ja. Lichteffekten und so. Ja, und es ist auch echt cool, dass wir Joker's Jinx gefahren sind, weil du dann weißt, wie dieses Konstrukt einfach aussieht, weil es so weird ist, weil so viel Strecke auf so einem kleinen Raum steht. Es hat auch dieses Spaghetti Bowl schlechthin, aber mega, mega gut. Und wir wollten uns jetzt so langsam vorarbeiten zu Twisted Timbers, nehmen halt dann auf dem Weg noch die ganzen Bahnen mit und schauen jetzt mal, was dann so als nächstes ansteht.
erstmal finde ich die Anlegung über diesen See echt richtig schön. Also sieht echt cool aus, weil es spiegelt sich halt so alles im See wieder. Und das sieht schon echt schön aus, also schick, schick. Und also so krass rappelig ist das Ding nicht. Also es hat so zwei krassere Schläge, ja, würde ich jetzt sagen. Und einen so richtig zur Seite, wo man mit dem Kopf so, ja, ja. Aber sonst fand ich das gar nicht so schlimm. Die Forksters haben richtig geil Hangtime. Ja, die haben echt krasse Hangtime. Übrigens habe ich mein Torolito-Shirt an. Und ja, was wir jetzt machen, ich glaube, wir nehmen hier direkt... Ja, genau, weil der halt direkt gegenüber ist. Dann wahrscheinlich den Backbobs mit. Und dann gehen wir mal irgendwie rüber Richtung Dueling Woodies und Twisted Timbers. Backdoor Stunt Coaster auch mitgenommen. Ja, war irgendwie weird. Weird experience. Also, da waren wohl irgendwelche Effekte, die ja hätten sein sollen, die nicht funktioniert haben. Ja. Aber ich habe auf Vorfeld gehört. Ich weiß, es gibt ja auch in Kings Island. Ich wusste, in einem Park funktionieren die und in anderen nicht. Vielleicht funktionieren sie ja übermorgen bei Kings Island dann. Und weiß nicht, komischer Coaster. Ja, aber ich finde auf jeden Fall ein Family Launch Coaster ziemlich nice. Zwei ja, Launches, ganz witzig. Es ist witzig halt einfach. Ja. Ist echt witzig. Die Indoor-Section habe ich ja gar nicht erwartet. So. Ich auch nicht. Wusste ich auch nichts von. Ein paar coole Drops so. Macht Spaß. Und jetzt wollen wir mal hier die Bobbahn und wie auch immer der 4D hier heißt, können wir auch mitnehmen. Reptilien. Jetzt wollte ich sagen, Reptilien. Reptilien gemacht. Ist witzig. Ja, könnte ein bisschen leerer sein. Naja. Ist witzig, macht Spaß. Und jetzt machen wir Tombili. Das ist ein richtiger Tessili. Richtiger Tessili-Ride, Tombili. Schöne Grüße an Tessili, Tombili. Tombili, Tessili. Haben Sie nur einen Wagen? Oder? Hallo, ich bin gerade witzig. Kannst du lachen? Ja, wir machen jetzt den. Wagen, hallo, ich war gerade voll witzig, du hast es richtig zerstört. Ich habe gesagt Tombili, Tessili. Ja, aber die haben nur einen Wagen drauf. Jetzt stehen wir am 4D-Spin. Also, Tombili auch gemacht. Haben jetzt ungefähr 30, 35 Minuten gewartet, weil die nur ein Kack. Ding da drauf hatten, einen Zug, wie auch immer man es nennen will. Ein Wagen, ja. Ich weiß nicht, ob wir hier links müssen. Da lang. Wo die Station ist, habe ich keinen Plan. Naja, jetzt machen wir den Woodstock Express. Sieht echt geil aus. Mit so blau, also der Woody hier. Dieser Kinder-Woody. Schauen wir mal, habe ich echt Bock drauf. So kleine Woodies können halt nämlich auch echt nice sein. Deswegen machen wir das jetzt mal, gucken, wo der Eingang ist. Also macht echt Bock. Dann haben wir uns bei Sweet Frog ein Frozen Joghurt geholt. Man kann sich da die Sorten aussuchen, dann kann man sich Toppings drauf machen. Dann wird es gewogen und je nach Gewicht wird es dann bezahlt. Es war schon teuer. Das ist auch sehr verlockend, weil so viele Sorten und so viele, ja, Toppings. Und es war schon teuer. Aber
es war aber auch echt lecker. Ach so, wir versuchen jetzt auf den Great Pumpkin Coaster zu kommen. Wir wissen halt nicht, ob wir dürfen, weil wir kein Kind dabei haben. Wir fragen mal einfach ganz lieb. Gucken mal, ob wir da drauf kommen. Okay, wir dürfen es nicht fahren. Ach Leute, ich verstehe das nicht. Warum darf man mit einem Kind das fahren und ohne Kind darf man es nicht fahren? So, wisst ihr, also... Wenn man bestimmte Größe nicht fahren darf, okay, aber so... Aber es sind ja Erwachsene mit Kindern drauf. Warum darf man es nur mit Kind fahren? So, ich verstehe das nicht. Gleiche bei Universal, bei den Dinosaurierfliegern. Naja, egal. Dürfen halt nicht fahren, das Count hier in dem Park. Also Dominator gemacht. Ist auf jeden Fall ganz nett, würde ich sagen. Hoppelt ein bisschen. Hoppelt ein bisschen und ein. Die Ausfahrt vom Looping habe ich schon echt ordentlich einen Schlag zur Seite bekommen. Der war schon ordentlich. Aber sonst ganz nett. Ist halt mal ein Dude M. Flawless Coaster Washing Center gerade. Ich meine, Flawless Coaster ohne Zero G-Wall gibt es jetzt nicht so häufig. Da wird auch viele sagen, oh, die Bahn brauche ich nicht fahren, weil man soll ich mit einem Flawless Coaster ohne Zero G-Wall. Aber ich finde, die Bahn macht trotzdem Spaß. Ist ja, auf jeden Fall. Echt einzigartig ist, dass nach dem Drop, nach dem Looping, gibt es erstmal so ein riesen Turnaround-Element in so Overbank und so. Also, das hat man sonst nicht. Grayout war auf jeden Fall da. Krass, also ich hatte ja. Schon wieder ein krasses Grayout. Wäre schon wieder fast im Blackout geendet. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, was machen wir jetzt? Mal so langsam, ich würde mal sagen, so langsam Richtung andere Seite, Richtung Twisted Timbers. Dueling Buddies, wir wissen gerade nicht, ob die auf sind, weil, wie heißt das? Q-Times. Q-Times sagt, die sind zu. King's Dominion App sagt, die sind auf. Ich habe sie aber noch nicht fahren sehen heute. Also, checken wir das jetzt einfach mal. It's time for the one and only Twisted Timbers. Let's go. Also,
Also. Oh fuck, was hab ich gemacht? Ich hab die Farbe abgeblättert. Also, was ist jetzt? Also, wir haben Twisted Timbers gemacht und Apple Zapple, die wilde Maus hier. Erstmal Twisted Timbers. Mega, mega gut, richtig kranke Airtime. Ich hatte bei der ersten Fahrt bisschen lower als Minimum Verify. Also, aber es hat richtig wehgetan, weil es gibt so viel Airtime und ich bin dann richtig hochgeflogen, runtergeklappt und dann ist immer der Bügel, wenn ich hochgeflogen bin, bin ich richtig auf dem Bügel. Aber ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Dann sind wir direkt nochmal sitzen geblieben, sind nochmal gefahren, weil das ist meine Backroom. Ist schon echt richtig geil. Der Drop. Ah, Lord, ja? Ich glaube, das war Grizzly. Ja. Der Drop richtig nice. Airtime richtig geile Ejector. Richtig, richtig gut. Dann haben wir noch den. Wie heißt es? Die wilde Maus Apple gemacht. Zappel. Apple Zappel. Ist richtig weirdes Leer. Richtig weirdes Leer. Hä? Junge, warum? Weirdes Layout ist es. Ein weirdes Layout, so. Aber ja, macht Spaß, ist smooth. Ist für mich eine der besseren wilden Mäuse, aber ja. Ja, jetzt versuchen wir noch Grizzly und die beiden Racer zu machen. Und Twisted Timbers ist danach jetzt down, ist jetzt irgendwie gerade down gewesen. Ja, ich habe eben noch gesagt, als wir mit Dominik gekommen sind, wir wollten nämlich eigentlich erst von hinten uns nach vorne so arbeiten. Ich meinte so, lass mal lieber jetzt Twisted Timbers fahren, weil AMC sind hier nicht so zuverlässig, nachher ist das down. Aber die richtige Entscheidung ist vorher zu fahren. Genau, nach uns down gegangen. Ja. Also ja, und jetzt machen wir noch die drei Woodies. Ohne dann V-Rides, Fotos, Essen, irgendwie sowas. Dann sind wir durch. Oder vielleicht mal so Lokflug, ein bisschen abkühlen oder sowas. Schauen wir da mal. Muss ich jetzt sagen. Ihr kommt jetzt erstmal wieder hier in den Locker rein. Adios. Woodies hinterhergeschoben, die beiden Racer 75, doch irgendwie sowas. Und Grizzly. Erstmal zu den Racern, das war erstmal nur eine Seite offen, in Zweizugbetrieb. Mega Spaß gemacht, mega, mega geil. Einfach so ein richtig genialer Woody, einfach so ein typisches Back and Layout, oh mein Gott. Richtiges, typisches Out-and-Back-Layout. Richtig, richtig nice. Hat richtig gebockt. Leider nicht geduelt, weil die andere Seite bis dahin noch zu war. Wir in der Station angekommen, haben gesehen, oh, die andere Seite fährt. Sind rausgegangen, sind direkt die andere Seite hochgegangen und sind dann die andere Seite gefahren. Hatten Dueling-Ride. Es war richtig, 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 richtig cool. Also es war echt, es hat einfach so Spaß gemacht. Und dann sind wir rüber zu Grizzly. Und Julian fand es nicht ganz so gut. Ja, es war schon Spaß. Ich hatte ganz gute Airtime. Ja, aber war schon ganz gut rough auf jeden Fall, ja. Sagt er, und er mag meinen Blower. Ja, mein Blower ist ja rougher. Ja. Also, ich fand es richtig cool. Ich fand's richtig witzig. Ich hatte richtig Spaß. Jetzt wollen wir uns mal 10 Minuten einfach mal hinsetzen. Sonnencreme, eincremen, trinken. Auf der Nase. Mal was trinken. Schauen, was wir dann noch so machen. Ich hätte mal Bock auf irgendwas Wassermäßiges, so Lockflume, irgendwas. Und haben jetzt alle Bahnen durch, bis halt auf den Apple Coaster, den wir halt nicht fahren dürfen, leider. So, wir sind jetzt hier im Haupteingang und es gibt hier, ähnlich wie bei Epcot, so ganz viele verschiedene Länder. Italien, China, Spanien. Und dann haben wir noch Frankreich, Deutschland, Indien. Und da gibt es immer so kleine Snackportionen, wie wir das auch bei Epcot hatten. Also wie ich das bei Epcot hatte.
Was ich immer richtig, richtig cool finde, weil ich finde es richtig geil, aus verschiedenen Ländern Sachen zu probieren. Und wir gucken jetzt mal, was wir davon probieren. Vielleicht so 3-4 Kleinigkeiten, die wir uns einfach dann teilen. Und dann mal schauen, worauf wir Bock haben. Aber oh, ich liebe es. Ich finde sowas richtig, richtig cool. Und es ist halt, weil hier dieses Carnival Fest, Carnival Fest ist, was halt auch sehr cool ist. Also, wir haben jetzt die Spicy Shrimp Udons. So sieht es aus. Es sieht echt gut aus. Und sehr gespannt, wie das schmeckt. Ach so, und das ist hier aus dem chinesischen... was ist denn jetzt hier los? Das ist nicht die Parade, die ist um 8.30 Uhr heute Abend. Der hat Lederhosen an! Gerade noch auf diesem Eiffelturm oben, haben ein paar Bilder gemacht, es ist echt was Gutes rausgekommen. Jetzt stehen wir hier noch bei Intimidator für ein paar Fotos. Die Sonne geht unter, das heißt, sie wird gleich weg sein und dann wird das mit Fotos nichts mehr. Also machen wir jetzt noch ein paar Fotos. Fahren dann, glaube ich, noch mal eine Runde. Wollten auch noch mal eine Runde Twisted Timbers fahren und uns dann, also ich würde gerne Parade und Feuerwerk gucken. Julian ist ja nicht so, Julian würde lieber noch weiterfahren. Ich würde aber gerne Parade und Feuerwerk gucken und glaube, macht das auch.
joining the party, everyone. You were awesome. Now come follow the parade and help us light up the night at the biggest party in town. Let's get it up above the carnival. Die Parade war der absolute Hammer. Also, es wurden halt die ganzen Länder dargestellt. Nochmal, natürlich war Deutschland nur Bier und Dirndl und Lederhosen. Aber es war wirklich so, 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 so cool. Und jetzt warte ich hier, habe einen richtig geilen Spot fürs Feuerwerk ergattert, was dann gleich hier sein wird wahrscheinlich, so wie ich es verstanden habe. Einfach so schön. Es ist wirklich einfach... Ich bin so glücklich. Paraden machen mich so glücklich.